Buongiorno Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute in dem Video geht es genau um zwei Sachen und zwar erstens, es gibt ein Gewinnspiel demnächst und zweitens, was esse ich alles im Aufbau beziehungsweise welche Standardlebensmittel, also Basic-Lebensmittel benutze ich alles im Aufbau. Denn ich habe gemerkt, viele von euch haben immer noch Probleme beim Zunehmen und da will ich euch heute ein bisschen entgegenkommen und genau deswegen zeige ich euch heute eben meine Lebensmittel, die ich standardmäßig im Aufbau verwende. Also dann würde ich mal sagen, quatschen wir aber gar nicht mehr lange rum, sondern fangen direkt an. Also es geht ganz am Anfang los mit dem Gewinnspiel. Erstens, wie könnt ihr gewinnen, was könnt ihr gewinnen, wann könnt ihr gewinnen, Fragen über Fragen. Okay, also ihr könnt gewinnen, indem ihr mir auf Instagram folgt. Ich werde hier mal meine Seite verlinken, beziehungsweise reinschreiben, wie ich heiße in Instagram. Außerdem ist meine Seite verlinkt in der Videobeschreibung. Folgt mir auf Instagram, denn ich erwarte in den nächsten Tagen mein neues fettes Paket von Brosis und da werde ich dann eben von diesem dicken Paket, was ich bekomme, etwas verlosen und das Ganze werde ich dann in meiner Story rechtzeitig preisgeben beziehungsweise euch in meiner Story auch verraten, wie ihr gewinnen könnt. Also wie gesagt, einfach auf Instagram folgen und nichts mehr verpassen. So, und jetzt zu den standardmäßigen Lebensmitteln. Ich würde sagen, wir machen das ganz einfach und zwar, ich fange beim Frühstück an, geht dann aufs Mittag- bzw. Abendessen über und dann kommen wir ganz zum Schluss ganz schnell zu den Snacks für zwischendurch, was ich alles zu mir nehme, um richtig nochmal Kalorien reinzuballern. Okay, dann fangen wir jetzt eben auch schon beim Frühstück an und zwar, was esse ich alles zum Frühstück? Beim Frühstück habe ich normalerweise immer zwei Variationen und zwar, einmal ist es hier eben die Mandelmilch, die ich standardmäßig immer dabei habe, kombiniert mit Haferflocken. Das sind ganz normale Haferflocken, ohne übermäßig Zucker oder sonstigem Scheiß drinnen. Einfach eben nur ganz normale Haferflocken, die haben mega viel Protein. Dazu ein Scoop Eiweiß, ein bisschen Milch und fertig. Ganz zum Anfang noch kurz dazu gesagt, alle Produkte hier von mir, die ich benutze, sind laktosefrei, weil ich eben komplett auf Laktose verzichte. Und noch was vorab, wenn jetzt einige denken, das ist ja irgendwie langweilig, was du den ganzen Tag isst. Ja, das sind halt eben meine Standardlebensmittel. Natürlich, ihr werdet jetzt auch in den nächsten Mucho Kitchen Videos sehen, kann man noch ganz viele andere Lebensmittel dazu kombinieren. So, und jetzt geht's weiter mit dem Frühstück, beziehungsweise Frühstücksvariante Nummer 2, die ich eben immer standardmäßig esse. Und zwar haben wir hier unseren guten Schinken. Ups, falsch rum. So. Ich glaube, ich habe es schon oft genug in meinen Videos erwähnt, dass ich einfach sehr gerne Eier kombiniert mit ein bisschen Schinken. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, was ich zurzeit wirklich sehr, sehr schätze, sind diese Eiweißbrötchen. Auch schon circa 150.000 Mal erwähnt. Probiert die Eiweißbrötchen aus, die sind mega lecker und kann man eben super zu den Eiern und mit dem Schinken kombinieren. Noch dazu, was eben für mich als Aufstrich Nummer 1 beim Frühstück so dazugehört, wenn ich die Eiweißbrötchen dann eben zubereite, ist eben Körniger Frischkäse, auch wieder laktosefrei. Super, super gut, einfach nur mega viel Protein, keine Kohlenhydrate, kein Fett, also Top-Produkt. Ja, und das war es eigentlich jetzt schon größtenteils zum Frühstück. Kommen wir jetzt eben zum Mittagessen bzw. zum Abendessen. Ihr wisst ja, und ich habe es schon oft erwähnt in anderen Videos, ich koche einmal am Tag alles vor bzw. mache mir eine riesen Portion und die teile ich dann eben auf Mittag und Abendessen auf, sprich auf zwei warme Mahlzeiten. Und was esse ich dann jetzt dazu standardmäßig? Ja, ihr könnt es euch denken. Und zwar, ganz normal gehört für mich als Fleisch jeden Tag eigentlich dazu Hühnchen. Ich habe hier diese Hühnchen Mini-Steaks, 400 Gramm, haben ungefähr 100 Gramm Eiweiß dann, wenn ich die ganze Portion esse. Und das gehört einfach so standardmäßig für mich jeden Tag dazu. Ich könnte jetzt anlügen und sagen, ja, ich esse wirklich jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag Fisch. Es ist leider nicht so. Ich versuche wirklich öfters Fisch zu essen. Aber das kommt eben, wie gesagt, so alle zwei, drei Wochen vor, dass ich wirklich den Fisch öfters in der Woche mit dem normalen Essen kombiniere. Und deswegen wäre es jetzt gelungen, wenn ich sage, das gehört standardmäßig für mich jeden Tag dazu. Dieses Hühnchen kombiniere ich dann jetzt immer mit Reis. Zack, bumm. Ganz normaler Reis von Uncle Ben's. Ich nehme hier den Basmati-Reis immer her. Ihr wisst es ja, von der Konsistenz und vom Geschmack einfach super. Warum habe ich aber jetzt keine Nudeln aufgezählt? Weil ich einfach in letzter Zeit gemerkt habe, ich vertrage Nudeln nicht ganz so gut wie zum Beispiel Reis. Beim Reis habe ich überhaupt keine Probleme mit dem Magen. Bei den Nudeln ist es bei mir so, wenn ich die im Übermaße esse, beziehungsweise vermehrt esse, was man ja im Aufbau auch machen muss, um die Kalorien reinzubekommen, habe ich einfach nicht so einen freien Magen beieinander, wie zum Beispiel eben mit dem Reis. Und deswegen gehören Nudeln zwar für mich natürlich auch zum normalen Essen mit dazu und esse ich auch wirklich gerne,
Aber Standardprodukt jeden Tag gehört eben für mich einfach Reis und nicht Nudeln. Deswegen hier auch nur der Reis. Und um das Ganze dann abzurunden, also das Chicken mit dem Reis, mache ich mir einfach jeden Tag hier von Froster, das habe ich auch schon öfters gezeigt, so Asia-Curry-Pfannen bzw. so Gemüsepfannen. Das ist jetzt eben die Gemüsepfanne Asia-Curry, da gibt es natürlich noch 100 andere. Ich glaube 100 ist ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt mindestens 10 andere Gemüsepfannen bzw. 8 von Gemüsepfannen, die ihr von Froster eben kaufen könnt. Und alle sind lecker, glaube ich. Ja, ich habe noch nicht alle durchprobiert, aber hundertprozentig sind sicherlich alle lecker. Denn, was ist der große Vorteil und warum nehme ich das her? Reis, Hühnchen und dazu eben dann einfach die Gemüsepfanne dazu geben. Und schon habt ihr eine super Soße mit dabei und ihr braucht keinen Ketchup oder sonstiges hernehmen oder irgendwelche anderen fetten oder zuckerhaltigen Soßen. Nein, das braucht ihr alles nicht. Ihr kombiniert einfach eine Gemüsepfanne mit dem Fleisch gemeinsam und dann am Ende kommt eben noch der Reis mit dazu. Und schon habt ihr ein komplett fertiges Essen, was ihr euch den ganzen Tag aufteilen könnt. Und eben, wie gesagt, ihr braucht keine anderen Soßen. So, und das war es eigentlich auch größtenteils zum Mittag bzw. zum Abendessen. Kommen wir jetzt zu den Snacks für zwischendurch. Und alle, die jetzt Probleme haben beim Zunehmen bzw. dass sie zwischendurch irgendwas Gutes essen, passt jetzt auf, denn das hat richtig viel Kalorien, das ich euch jetzt vorstelle. Und zwar, okay, gut, das nächste Produkt hat noch nicht so viel Kalorien, aber die nächsten zwei Produkte, die ich jetzt dann vorstelle. Aber was für mich eben standardmäßig auch immer dazu gehört und was immer im Kühlschrank sein muss, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin und dann irgendwas mitnehmen will, ist einfach für mich der Speisequark. Auch wieder natürlich laktosefrei, ist ja logisch. Und natürlich die Magerstufe. Hat mega viel Protein, keine Kohlenhydrate, kein Fett. Kann man zwischendrin immer und überall essen. Schmeckt super. Fertig, boom, rein damit. Kombiniert man den Quark zum Beispiel dann noch mit den Nüssen, die ich immer standardmäßig esse. Das sind jetzt hier einfach kalifornische Walnusskerne. Ich glaube, ich habe es in anderen Videos auch schon mal gezeigt. Ist eigentlich so die Hauptfettquelle von mir. Kombiniert eben mit dem Quark. Boom, rein damit und fertig. Ihr habt super Proteine, ihr habt super Fette mit dabei. Besser geht's nicht. Dann als nächstes Produkt haben wir hier die Dinkelreiswaffeln. Bei den Dinkelreiswaffeln ist es so, entweder ich habe mir hier eben von Process dieses Peanut Choco Butter drauf. Ich habe das in meiner Insta-Story auch schon mal erwähnt. Hat kein Zucker, ein bisschen Protein. Und das eben auf diesen Reiswaffeln drauf gestrichen. Schmeckt super lecker, schmeckt eigentlich genau wie Nutella. Braucht man keine Nutella mehr. Aber ich hätte sogar, glaube ich, Nutella zu Hause. Ja. Da ist es. Ja, wie gesagt, schmeckt wie Nutella. Ich hätte Nutella zu Hause. Das ist natürlich nicht für mich, ja. Andere Familienmitglieder essen gerne Nutella. Aber wie gesagt, ich nehme dieses Choco Butter Peanut hier von Process. Schmeckt super lecker, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Aber natürlich gönne ich mir die Reiswaffeln auch so. Die schmecken mir auch so super, da brauche ich jetzt nichts draufstreichen. Wie gesagt, wenn ich zu Hause bin, streiche ich mir das gerne drauf einfach. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende angekommen. Jetzt haben wir noch genau zwei Lebensmittel da. Und zwar zum einen hier Bananen. Ja. Bananen esse ich wirklich sehr, sehr gerne. Nicht jetzt jeden Tag, aber alle zwei, drei Tage so zwei Bananen oder was, besonders vom Training, haue ich mir gerne rein. Denn die schmecken super. Also von dem her ein super Produkt für mich für zwischendurch. Um eben wieder Kraft zu tanken. Und jetzt als letztes Produkt, und ihr wisst es ja, logisch, die sind jetzt leider schon offen, weil ich schon naschen musste. Baked Rolls, ja. Tomate, Olive ist das einzig wahre. Das andere Zeug kann man sich nicht so richtig gönnen. Aber Tomate, Olive könnte ich jeden Tag essen. Darf ich natürlich nicht, weil sonst wäre ich nur noch fett. Aber so ein bis zwei Packungen in der Woche. Beim gemütlichen Fernsehabend, den wo es fast nie gibt, weil ich nie zu Hause bin. Aber egal, in der Arbeit oder keine Ahnung wo, egal, die Baked Rolls gehen immer rein. Ihr wisst es ja, ich liebe sie. Ja, werde ich mir jetzt dann gleich wieder zwei, drei gönnen. Okay, gut genug, ich werde jetzt von den Baked Rolls. Ihr wisst Bescheid, die Baked Rolls sind eben für mich auch ein super Produkt, was man im Aufbau so nebenbei essen kann. Besser mit Chips oder so einem anderen Schmarrn. Ja. Das war es aber jetzt eigentlich so mit dem Video. Ja, wie gesagt, ihr wisst, wie ihr beim Gewinnspiel mitmachen könnt. Und jetzt wisst ihr auch, was ich so standardmäßig alles im Aufbau esse. Ist alles ziemlich lean, clean, wie man sagt, ja. Ohne viel Zucker oder sonstigen Scheiß. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen oder der einen oder anderen damit helfen.
Probiert es aus, schaut euch ein bisschen was ab, wenn ihr Probleme habt beim Zunehmen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, würde ich mich freuen. Oder ihr abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, dann mit Gewinnspielauflösung. Also, bis dann, bye bye. Ciao, ciao, mucho.